sein. Armer Kamerad. Dann werdet ihr halt auch bekommen, weil ja. Das habe ich nicht sehr weit durch, also wer sehr weit anspielt. Ah! Oh, habe ich mich erschrocken, ey. Snipen. Ich bleib beim Snipen. Oh, habe ich mich erschrocken, ey. Verdammt. Nichts ahnt, rennt man da rein und stehen plötzlich zwei MGs vor einem. Natürlich. Wie soll es doch anders sein? Ach nee. Achso, und Dankeschön an 75 Abonnenten. Hatte ich. Ja, 75 Abonnenten. Das ist doch schon cool, dass überhaupt, wie gesagt, in ein paar anderen Videos schon erwähnt, dass überhaupt jemand das guckt. Bam. Ja. Weil ich erstmal ein paar ältere Spiele spiele. Weil manche, die ich mir so rausgesucht habe, die habe ich nämlich noch nirgendwo in YouTube und so gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, machst erst ein paar ältere Spiele und da dann eh einen neuen Rechner hast später, machst dann damit die ganzen neuen Spiele. Zack. Ja, und so werde ich es denn noch machen. Als nächstes, jetzt, wenn ich das abgeschlossen habe, wird... nicht gut. Und... Cutscene? Ne, Ladebalken. Ladescreen. Ja, immer noch König der Berge. Einsatz aus Südrussland und zwei Tipps wieder. Und ja... Das sieht nach einer Atomrakete aus, auf dem kleinen Bildchen hier. Wo meine Maus gerade ist. Atomrakete. Schöner großer Hangar. Und ja, mein Headset hat auch jetzt so einen Mikrofonausschalter. Das ist ganz praktisch in den Cutscenes. Ich habe es aber noch nie ausprobiert, ob man in den Aufnahmen so ein Klicken hört. So dumpfes Klicken, wenn ich mein Mikro ausschalte und wieder anschalte. Werdet ihr ja hören, falls jetzt eine Cutscene kommt, wenn ich es ausmache. Und dann werdet ihr ja hören, ob dann so ein kleines Klacken da ist oder nicht. Alter. So warte, nennt man aber auch gleich unfair. Erstmal bei Leute noch eine Rakete rein. Oh, komm schon, ey. Ist aber recht feige von den allen Typen. Stellen sie direkt am Panzer, da vor hinter der Tür einen Panzer hin, ey. Nein. Nein. Ja. Zum Glück haben sie mir nicht den Sniper gegeben, weil der war, ist hier ein bisschen nutzlos. Einziges, was helfen würde, wäre die Strohflinte. Komm schon. Zack. Ist aber echt gut gesichert. Und ich baller ein ganzes Magazin auf den und ich treff den nicht. So, lasst mich mal. Waren sie doch schon? Ne, da hinten ist einer. Oh! Jetzt werde ich erstmal meinen kleinen Panzer wieder nehmen. Da.
Achso, so sehe ich aus. So. Mein Aussehen verändert sich ja natürlich, je nachdem, welche Person ich nun nehme. Oh. Denk mal, das sollte eigentlich offensichtlich sein. Voll gewesen. Denken hier. Nein, ich hau ab. Aber ich hab da schon mit. Ich weiß schon, wie ich das mache. Na egal, hier ist soweit gesäubert. Und da haben sie wieder meinen Panzer kaputt gemacht, ey. Ist nicht mehr witzig. Das wird langsam nicht mehr witzig. Wird schon langsam unverschämt. Da hinten. Das Ding ist jetzt ein Feuerwerk. So, richtig. Noch eine. Achso, und zu Black Ops, also das, was ich angespielt habe und der Multi... Also, gehen wir erstmal zum Singleplayer, also richtig geile Story schon. Also, die haben sie gut gemacht. Und... Multiplayer mit den, Geld, so dass man sich die Dinger erst freikaufen muss, die ganzen Aufsätze und so, das haben sie auch gut gemacht. Das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht, obwohl ich jetzt auch schon... in den paar Wochen, wo es raus ist, schon 3-4 Mal weggetubt wurde. Und dass manche sich trotzdem noch... Weil trotzdem... Ja, es gibt doch relativ viel Geld, aber ich würde mir trotzdem das Geld nicht für so ein, in Anführungszeichen, Müll ausgeben. Sondern in Liebe irgendwie ein erweitertes Magazin oder irgendwas anderes kaufen. Ja, mit meinen Waffen, die ich zurzeit spiele, ist die Farmers mit Holo... Ne, wie heißt denn das jetzt? Holovisier? Holographisches Visier oder irgendwie so? Und ich werde dauernd angeschossen von wo? Von da oben. Ja, mit den kann man ja auch die Linsen vom Rotpunktvisier und das Holovisier... Ich glaube mal, dass das so heißt. Ich bin mir zwar nicht sicher, wenn ihr es besser wisst, also es ist ein normales Zielfernrohr mit einem roten Punkt drinne. Und das kann man ändern, die Linse. Also die Linse kann man ändern. Abdunkeln und den Punkt kann man ändern. Also in Farbe und Aussehen. Das zum Beispiel, ich habe da ein normales Fadenkreuz drinne, mit ein grünes habe ich umgeändert, von rot auf grün und ein Fadenkreuz statt dem Punkt. Dann hat man noch ein Smiley, kann man auswählen, Totenkopf, radioaktive Zeichen, also die Radio, genau, die Dinge, kann man denn da reinwählen, zwei verschiedene Sorten hat man da. Dann kann man ja, also dann habe ich mir noch so, wie gesagt, die Farmers habe ich jetzt. Die ist richtig genial, die ist nämlich vollautomatisch. Aber wenn man auf so einen Server rauf geht, sieht man eigentlich oft, oder gehen sehr, sehr viele mit der Farmans im Spiel, weil die doch eine der besten Waffen ist, finde ich. Dann muss man, um die Pro-Perks zu bekommen, muss man auch wieder Sachen machen. Also ich bin gerade an Geist freispielen, da weiß ich, da muss man ein Geschütz zerstören mit dem Perk, normal, also mit dem Geist-Perk. 30 also Flugzeuge, also Helikopter, Aufklärungsdrohnen und alles etc. zerstören. Und noch irgendwas machen. Um das zu sehen, klickt man dann einfach auf den Perk rauf, Rechtsklick und dann sieht man, was der Pro-Perk haben muss. Und wenn ihr freigeschaltet habt, dann muss man sich's kaufen. Hier kann man auswählen, entweder kauft man sich pro Perk oder man bleibt beim normalen Perk. Na gut, ziehen wir los. Links ist keine, rechts ist keine, gut. Das finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Oh.
komm schon, geh tot. Ja, ist auch... Also eigentlich so schlecht mit dem Kaufen ist es nicht. Weil vorher hatten sie ja erst angekündigt, also die haben ja erst gesagt mit Geld, aber nicht so mit Ingame-Geld, sondern erst hatten sie gesagt mit richtigem Geld. Dass man meinetwegen für 2 Euro, 2, 3 Euro meinetwegen so ein Visier also kaufen muss. Und tot. Das war zum Glück nicht der Fall. Bin ich echt gesagt sehr, sehr froh drüber. Und ich muss wieder laufen ohne Ende. Denn halt kann man noch diese Gesichtsfarbe ändern, wenn man es frei hat. Also muss man sich auch erst wieder freispielen. Gesichtstarnung. Was gibt denn noch? Skin gibt es natürlich wieder auch. Waffenskin. Aber diesmal gibt es mehrere Waffenskins und nicht die paar Stück, die bei MW2 drin waren. Oh, da gibt es aber richtig viele. Da gibt es staubig, normal, Wüstentarnung. Da heißt sogar eine Tarnung Berlin. Die sieht so aus wie die Urban-Tarnung, also die Stadttarnung von MW2. Das ist, ja, dann gibt es eigentlich noch mehr. Die haben sie eigentlich schon schön gemacht, das Spiel. Im Multiplayer. Singleplayer ist auch gut. Da bin ich, glaube ich, so circa Hälfte oder so. Wo muss ich denn jetzt denn hin? Ah, okay. Weg gefunden. Hinterhalt? Wie Hinterhalt? Ach, sabbelt nicht. Und bis jetzt ist auch nicht schlecht. Achso, ich habe die PG an, also die PG-18 Version, die österreichische, die war ja bei im Amazon angeboten. Für 56 Euro, also nicht viel teurer als die normale deutsche Version. Und da ist alles Uncut, außer der Zombie-Modus, da sind halt nur die Hakenkreuze rausgeschnitten. Das sind denn, oh, was waren da drauf? Entweder normale eiserne Kreuz, also das von der Bundeswehr, beziehungsweise ich glaube ein Adler ist da drauf. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Auf jeden Fall ist nicht schlecht. Geht den jetzt lang, links, rechts?